So, da sind wir auch wieder direkt. Ich muss mal eben kurz meine Assassinen losschicken. Quebec wird gerade ausgeführt. New Hampshire. Da ist noch was verfügbar. Der Vorrat. Ich schick die beiden hier los. Zusammen jetzt. So. So, was hast du denn für Sorgen? Norris auf Freyas Füßen. Norris. Du kennst Miriam? Natürlich. Was gefällt ihr? Ich möchte ihr etwas schenken. Ich weiß es wirklich nicht. Na gut. Ich spreche mal mit Prudence. Vielleicht kann sie helfen. Okay. Ja, mit Prudence reden. Ist nur 300 Meter entfernt. Gibt Schlimmeres. Hallo, Mr. Waschbär. Hallo, Mr. Waschbär. Hallo, Mr. Waschbär. Das sind viele Waschbären. So, hier lang. Schön am Fluss lang. Puh, mal gucken, ob danach noch eine Siedlungsmission kommt. Ich wollte eigentlich mal jetzt die maritimen Missionen anfangen. Mich als Seemann beweisen. Au, 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 au. Nicht durch Mais laufen. Tut weh. Oh, hallo, Mr. Doggy. So, Prudence, hast du eine Ahnung? Was machst du da, du machst Brot? Oh, geil. Verdammt, ich hätte sie filmen sollen. Analysieren, meine ich. Norris will einer Dame den Hof machen. Was mögt ihr Frauen denn so als Geschenk? Also mir macht ein Strauß Wildblumen immer viel Freude. An wem ist Norris interessiert? Das möchte ich nicht sagen. Verständlich. Die schönsten wachsen auf dem Hügel im Nordwesten. Sie sind schwer zu erreichen, doch dort in der Sonne wachsen sie groß und stark. Okay, Blumen pflücken. Moment. Hä? Wie jetzt denn? Wie jetzt denn gemacht? Nice! Ich habe mich ins Haus reingepackt! Wie habe ich das denn geschafft? Und wie komme ich hier wieder raus? Das ist die nächste Frage. Okay. Machen wir es mal so. Ey, ich bin der Oberbagger. Hallo, ich habe schon so viele gute Bugs entdeckt. Ich glaube, ich muss ja einfach speichern und ja, laden. Geht nicht anders. Machen wir mal. Nicht Erinnerung neu starten, nicht Erinnerung verlassen. Letzten Checkpoint laden. Okay. Okay. Ich bin jetzt eigentlich woanders gelandet. Anscheinend wohl ganz okay, weil hier die Blumen sind so. Was? Wölfe? Oh. Okay, Wolfies. Ein paar neue Wolffälle. Die sind ganz gut, was Geld, die Dinger. Ich glaube 300 pro Fell. Das heißt, die schmeißen mir gerade 1000 Moneys zu. Komm her. Hui. Danke sehr. Biberfälle sind unheimlich viel wert. Dafür, dass Biber so leicht zu jagen sind, sind Biberfälle die beste Geldquelle. Man findet auch eigentlich megamäßig viel Biber in bestimmten Gebieten. Ich habe da so ein Gebiet im Grenzland entdeckt, da stapeln sich die Biber schon fast. Was? Noch ein Wolf. Naja, ich meine, why not? Das Geld kann man immer gebrauchen, die Felle.
Ich glaube... Ich glaube... Oh! Ah! Hinkebein-Schatz! Hinkebein-Schatz! Oh! Yes! Oh! Ich bin so glücklich! Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich gerade bin, dass ich den endlich bekomme. So einen blöden Schatz. Wie habe ich das geschafft, da hochzukommen? Irgendwo, warte mal, da unten bin ich über die Steine gesprungen, da? An die Wand, da hochgeklettert? Hier war ich doch, das habe ich doch alles schon analysiert. Wie konnte ich das denn nicht sehen? Oh, ich bin so bad. Beziehungsweise, gab es das damals überhaupt vielleicht schon? Keine Ahnung. Theoretisch müsste ich doch auch hätte hier hochklettern können. Oh, Hinkebein Schatz. Yes! Und Blumen. So, Norris die Blumen bringen. Kann ich irgendwo, ja, sowas habe ich gesucht. Whee! Platsch! Und ein Stock durchbohrt meinen Bauch. Hallo Wolf. Vergesst nicht, dass das Wolfsgebiet ist. Hier gibt es ja massig Wölfe. In diesem Gebiet. Also 200 Meter. Ja. Ich hoffe nicht, dass meine Konvois angegriffen werden. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, meine Konvois zu verteidigen. Aber meine Konvois sind viel wert. Ich habe, glaube ich, 4000 und zweimal 3000. Insgesamt meine drei Konvois sind 10.000 zusammen wert, die ich gerade losgeschickt habe. Deshalb möchte ich schon, dass die gerne ankommen. Bevor ich nämlich die maritime Mission mache, werde ich ein paar Upgrades auf mein Schiffchen hauen. Mit dem Geld, was ich habe. Hallo? Du sitzt doch nicht wirklich auf dem Pott, oder? Was? Bist du da drin? Oui. Oh, ich komme dann später nochmal zu dir. No, no, es geht schon. Was gibt es? Prudence rät zu einem großen Strauß Wildblumen. Wirklich? Ganz sicher? Kommt mir komisch vor. Ja. Kupfererz und andere Gegenstände gibt es nun bei Norris. Okay, danke sehr. Norris auf Feuersüßen. Okay, Ökonomie Gegenstand erhalten. Noch mehr Missionen? Theoretisch müsste es doch sicher noch mehr Missionen geben. Ja, da. Oh, diese Siedlungsmissionen bringen mich um. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf interaktive Gespräche gerade, deshalb lasse ich die sein. Obwohl, das liegt auch fast auf dem Weg. Das nehme ich mal mit. Das interaktive Gespräch nehme ich mit. Oh, kann ich hier hochklettern? Ja, kann ich. So. Das müsste Norris sein. Erzähl mal, was hast du? Lokoner. Norris. Wie geht es dir? Es geht. Weißt du noch, wie wir über Myriam gesprochen haben? Oh ja, und wie sie den Puma erlegte. Ein Schuss, unbeirrt und präzise. Incroyable. Ich mag sie. Das tun wir alle. Sie ist beliebt. Nein, nicht so, Connor. Oh, oh. Wie schön für dich. Ist nur schön für mich, wenn sie mich auch mag. Sie ist eine starke Frau, eine unabhängige Frau. Ich bewundere sie. Tja, ich wünsche dir viel Erfolg bei ihr, Norris. Norris geht mir auf den Keks. Oh. Ja, mal gucken. Wo ist denn der gerade? Ist er da unten irgendwo? Er ist zu weit weg. Ich wollte ihn eigentlich analysieren, aber er ist da unten. Ich gehe erst nicht extra runter. Vergiss es. Kein Bock auf dich. Wo ist sie? Gibt es zwei Siedlungsmissionen? Da und da. Holy shit. Jetzt, die vermehren sich. Vermehren sich hier mal ungemein. So, springen wir mal runter.
Oh, wie lange denn noch diese ganzen Siedlungsmissionen? Bis wir mal wieder in der Hauptstory weiterkommen, vergehen sicher noch 3 oder 4 Videos, wenn es so weitergeht. So. Was macht ihr denn hier? Boccia spielen? Bowls? Für Anfänger? Ich sehe, vertragt ihr euch wieder. Oh ja, wir gehen uns immer wegen irgendwas an die Gurgel, doch meist vertragen wir uns am Ende wieder. Der Gedanke, dass meine Familie in Gefahr ist, hat mich kalt erwischt. Und Terry weiß, dass er mich nie besiegen könnte. Du Ratte! Er hat diese Bowlsbahn gebaut, damit er mich bei irgendwas schlägt. Das klappt bloß nicht, was, Terry? Ich lag in Führung, bis Connor vorbeikam. Sicher warst du das. Okay, jetzt spielen wir das anscheinend. Mit L bewegen. Mit R zielen. Oh, okay. Schmeißen wir den mal dahin. Aha. Das waren... Ich kenne die Regeln leider nicht. LB, taktische Ansicht. Ah, okay. Machen wir mal B, gerader Wurf. So. Dann machen wir das so. Damn, es war nicht so dolle. Gerade ein Punkt. Meistert er. Gott, vorher ein Punkt. Jetzt muss ich ihn. Oh Gott. Die liegen aber scheiße. Das Ding liegt aber echt scheiße. Holy shit! Connor! What you doing, son? Lob mal lieber. So. Ich bin immer noch nicht näher dran, wirklich. Okay, machen wir das so. Oh, lucky me. Das sollte reichen. Sind da 2 Würfe? Was? You asshole! Er hat meinen Ball weggestoßen. Mein Glückwunsch. Okay, ein Punkt für Godfrey. Okay, okay, okay. Fuck you. I don't like him at all. Schon wieder so weit nach hinten. Damn it. Warum bin ich so bad in dem Game? Okay, dann machen wir das so. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Könnte besser sein, aber ist nicht so schlecht. Immer noch besser als seiner. Nee, doch nicht. What the fuck? Fuck you, bitch. So. 2 Punkte für mich. Wirklich? You suck, asshole. 9, das war überhaupt nicht gut. Wer liegt näher dran? Immer noch er. Fuck you. Okay, jetzt muss ich was probieren. No, das war scheiße. Damn! Meine 2 Kugeln sind näher dran. Den Druck. Toll. Wer mich einfach ausspielt, ich hasse ihn. Muss das jetzt nochmal machen?
Nee, zum Glück nicht. Bowls Anfänger. Mission beendet. Damn you. So. Ah, hier kann ich jetzt Bowls spielen, vermutlich. Für Moneys. Ich werde mir irgendwann meine Rache holen. Irgendwann mal. Oh, ich muss den Konvoi verteidigen. Oh, fuck off. Okay, das müssen wir jetzt irgendwie machen. Moment, machen wir es anders. Wir reisen direkt schnell hier. Ich weiß nicht, wo das ist, deshalb reise ich einfach mal schnell hier hin. Oder machen wir, reise ich schnell hier hin, so. Wo ist denn mein Konvoi? Da bist du ganz. Oh, come on. Das heißt, am schnellsten komme ich über diesen Weg zu dir. So, außerdem ist mein Pferd gleich hier. Komm her. Ups. Steck auf. Im Endeffekt komme ich gleich beim Konvoi an. Da sind dann so vielleicht 15 Gegner. Ich bin in den Top 10 weltweit für die Verdienste durch ausgenannte Konvois. Vermutlich hat kaum einer das gemacht, weil das voll nervig ist, immer Konvois durchzusenden. Deshalb bin ich schon in den Top 10. Weil die Menüführung ist echt nervig, immer die Konvois loszusenden. Man hat halt viel Müll dazwischen, den man gar nicht lossenden will, und dann muss man da immer drüber und dann immer wieder dasselbe. Und es gibt nicht sowas wie quasi Makros, die man benutzen kann, um immer dasselbe loszusenden, wenn man das halt hat. Und das ist nervig. Einfach nervig. Oben sind Soldaten, aber die interessieren mich nicht. Müsste mir gleich endlich ein Händler entgegenkommen, der kommt mir immer entgegen. Und blockiert meinen Weg. Nee, tut er diesmal nicht. Jetzt seht ihr aber auch mal, wie man einen Konvoi verteidigt, für die, die das Spiel nicht kennen. Ist im Endeffekt nichts Besonderes da. Sind halt. Ein Haufen von deren Leuten, ein Haufen von meinen Leuten. Und ich töte deren Leute, meine Leute bleiben am Leben. Und ich ja halt alle von denen töte. So 14 zu 8. Zwei sind vom anderen gestorben. Und einer von denen ist nur noch übrig. So, fertig. So, wenn ihr Kumpel verteidigt. Danke vielmals, Sir. Und schön. So. Konvoi sind auch wieder gekommen. Hier wäre die nächste Mission. Wisst ihr was? Lass uns aber die nächste Mission machen, weil wir gerade sowieso um die Ecke sind. Die nächste Siedlungsmission machen wir nach dieser Mission dann. Ich meine, why not? Sind meine Assassinen eigentlich auftragsmäßig? Sieht's da aus? Ah, alle drei sind wieder da. Nochmal eben die neuesten Gebiete freimachen, weil New Hampshire braucht nur noch einen einzigen. So, das machst du alleine. Ja. Und Quebec. Quebec. Machen die anderen beiden zusammen. So. Dann hätten wir das nämlich auch schon mal. Oh, hallo. War Party. War Pity, nicht war Party. Ich sag aber trotzdem, war Party. Ich weiß nicht warum. Gibt es auch ein Tier, was war Party heißt? War Pity. So. War nicht stehen geblieben. Ach ja, wir haben hier den Set, den. Wie heißt der Typ noch? Samuel Adams. Den haben wir gewarnt und er hat jetzt hier anscheinend eine kleine Armee versammelt. Naja, ist keine Armee, das ist so mein tägliches Pensum an Soldaten, die ich abschlachte.
Die Gefechte von Lexington und Concord.